Du befindest dich hier in meinem Reich, einem Ort jenseits von Raum und Zeit. Ich heiße dich willkommen. Der Mensch nennt mich Arceus. Lass mich dein Gesicht sehen. Wie heißt du? Ich heiße, ich huste heute viel rum. Olan, du wirst dich bald in einer fremden Welt wiederfinden. Dort gibt es wundersame Lebewesen, die von Menschen Pokémon genannt werden. Also, begegne allen Pokémon, sie ist getan, so will ich mich dir erneut zeigen. Mein Handy. Hallo, wach auf. Hallo, wach auf. Lebst du noch? Nee. Bin ich erschrocken, als du plötzlich vom Himmel gefallen bist. Ein Glück, dass du noch lebst. Wer sind Sie? My word, oh, das wollte ich dich gerade fragen. Du bist einfach so vom Himmel gefallen, das sieht man nicht alle Tage. Wer bist du? Wo kommst du her? Aber davon mal abgesehen, deine Kleidung ist wirklich sehr seltsam. Kennst du jemanden hier in der Gegend? Nö. Siehst ziemlich verloren aus, weißt du, wenn du wenigstens wo du hin willst. Kann ich dir den Weg zeigen? Nein. Hä? Oh dear, du kennst dir also niemanden und weißt nicht, wo du die Nacht verbringen sollst. Du scheinst in ganz schönen Schwierigkeiten zu stecken. Kannst du überhaupt überleben? Glaub nicht. Also schön. Ich kann niemanden in Not nicht einfach im Stich lassen. Out. Oiri. Da. Was hätte ich gern vergessen? Ich jagte gerade meinen entlarvenen Pokémon hinterher, als du plötzlich vom Himmel gefallen bist. Oh, kurios, als hätten sie es gar nicht. Ach ja, aber weißt du überhaupt, was Pokémon sind? Natürlich. Ja, Glück, du bist zwar vom Himmel gefallen, aber zumindest scheinen wir vom selben Planeten zu stammen. Dann weißt du also, dass diese wundersamen Lebewesen hier Pokémon genannt werden. Und wie lautet dein Name? Ah, du heißt also Florian. So einen Namen habe ich noch nie gehört. Er hat sicher eine tolle Bedeutung. Entschuldige, wie unhöflich. Mein Name ist Larven. Ich bin Pokémon-Professor.
Das heißt, ich bin ein Forscher, der mehr über Pokémon herausfinden möchte. Momentan versuche ich zum Beispiel mit den dreien hier. Oh no. Meine lieben Pokémon, warum lauft ihr nur ständig davon? Bitte helfen mir, sie einzufangen. Wartet auf mich. Schön, dass mir auch jemand mal sagt, was hier abgeht. Aber jetzt erstmal. Und damit auf ein neues zu einer ersten Folge und zu dem Let's Play von Let's Play. Genau. Pokémon Legenden Arceus. Ich freue mich sehr. Mein eigentliches Spiel kommt erst heute. Aber ich habe mir zusätzlich zu dem Unboxing, was noch kommt. Aha, ist mir schon so. Mir das schon gedownloadet, damit ich früher anfangen kann. Damit ihr die Parts auch früher habt. Tja, da denkt ihr so, ich bin krass, oder? Ja, bin ich auch. Jetzt leuchtet es und gibt Töne von sich. Als ob der einfach vorbeigelaufen ist. Ich weiß auch nicht, wie die Audioqualität im ersten Part ist. Werde ich notfalls im zweiten anpassen. Du hebst etwas auf, was nach einem Smartphone ähnelt. Es könnte dein Smartphone sein, aber es sieht anders aus. Du spürst eine seltsame Kraft, die von ihm ausgeht. Nachricht. Ich vertraue dir dieses Arceus-Phone und folgende Aufgabe an: Begegne ein Pokémon. Sehr vertrauenswürdig. Warte mal, ich kann. Speichern theoretisch toll. Thanks God. Ich glaube, ich kann noch nicht so viel finden im Moment. Ah, schon wieder daneben. Ah, mein neuer Freund aus dem Himmel. Du hilfst mir doch, oder? Ich habe bereits unzählige Pokébälle geworfen, um die Pokémon zu fangen. Aber ohne Erfolg. Und ich brauche Husten. Scheiße. Ich sollte dir wohl erst der Ausreißer erzählen. Das ist Bautz. Bautz kann wie Pflanzen Photosynthese betreiben und hilft mit seinen scharfen Federn. Dort drüben ist ein Feuerriegel. Die Flamme auf Feuerriegels Rücken lodern kräftiger, wenn es wütend ist oder erschrickt. Das ist Otaro. Otaro treibt gerne schlafend auf dem Wasser und kämpft mit Hilfe des muschelähnlichen Objekts an seinen Bauch. Otaro, warum sagt er es nicht? Otaro. Ach, na was. So was, ich habe ganz vergessen, das Wichtigste ist zu erklären und so, wie man fängt. Hast du Pokébälle? Werf die mal. 50. Ein rätselhafter Ball, wenn man auf wilde Pokémon wirft, um sie zu fangen. Ach so, die man wirft. Wenn man die nötigen Materialien sammelt, kann man ihn selbst herstellen. Ach sorry, das genügt wohl nicht deiner Erklärung. Dann gehört mal gut her. Ich sage ja bereits, dass Pokémon wundersame Lebewesen sind. Du fragst dich, was so wundersam ist? Nun, jedes Pokémon kann auf winzige Maße zusammenschrumpfen. Und da kommen Pokébälle ins Spiel. Sie wurden erst vor kurzem entdeckt. Wenn man einen Pokéball auf den Pokéball wirft, wird es ganz klein und passt dort hinein. Und damit hat man auch schon ein Pokémon gefangen. Es gibt sonst niemanden, den ich darum bitten könnte, bitte hilf mir, die wieder einzufangen. Um Pokémon zu fangen, musst du sie anvisieren und dann einen Ball auf sie werfen. Ganz einfach. Naja, ich selbst treffe leider nur selten ins Schwarze. Du kannst Pokémon fangen, indem man Pokébälle wirft. Halte ZR gedrückt. Um einen Wurf vorzubereiten und zu zielen. Du kannst dabei dich bewegen. Wenn du die loslässt, wirfst du den Ball. Trifft er, kann sein, dass du fängst. Du kannst aber mit B abbrechen. Das Otaro. Wundervoll, du hast das Pokémon gefangen. Du scheinst Naturtalent zu sein. Eine Begabung für Form von Pokémon ist sehr nützlich, wenn man hier lebt. Noch zwei Entläufe sind übrig. Ich muss sagen, ich finde es sehr ungewöhnlich, dass du überhaupt keine Angst vor Pokémon zu haben scheinst. Und welche Angst haben sie, meine Freunde? Tu ich. Bäm. Voll auf den Kopf.
Ich nehme auch einfach mal an, dass man die jetzt alle First Try fängt. Fantastic, einfach fantastic. Dabei gibt es so viele Leute, die Angst davor haben, sich Pokémon auch noch zu nähern, geschweige denn sie zu fangen. Ein Pokémon fehlt noch, mach dich auf die Suche. Ich mache mich auf die Suche. Oh, das passiert schon mal. Wusste ja nicht, dass man sich dir nicht nähern darf, also. Na gut. Vielen Dank, du hast mir sehr geholfen. Die Sache ist die drei Pokémon sind gerade erst zu Forschungszwecken ins Dorf gebracht worden und hören noch auf niemanden. Ich hab's vorhin schon gesagt. Aber so hastig, wie sie aus dem Dorf gestürmt sind, könnte man fast denken, dass sie von deiner Ankunft wussten. Ich muss schon sagen, deine Umgebung. Umgang mit Pokémon hat mich beeindruckt. Du bist erst angekommen und zeigst schon solches Können, Pokémon zu fangen. Wo liegt das nur? Es kommt mir so vor, als gäbe es einen bestimmten Grund. Boah, begegne ein Pokémon. Das ist ja so ein Narcissus von. Was für ein merkwürdiges Ding. Es scheint so, als würde es dich leiten. Das ist vielleicht ein bisschen plötzlich, aber ich möchte dir was erzählen. Mein Traum ist es, den ersten Pokédex für diese Region zu vervollständigen. Weißt du? Was ein Pokédex ist, es handelt sich um ein wertvolles, wundervolles, monumentales, mentales Forschungsprojekt, bei dem alle Pokémon registriert werden sollen. Aber um Pokémon richtig registrieren zu können, müssen sie gefangen werden. Pokébälle werden erst kürzlich entwickelt. Und daher gibt es nicht so viele Leute, die gut genug mit ihm umgehen können, um Pokémon zu fangen. Und dann tauchst du plötzlich auf, mit einem Talent von Fangen von Pokémon. Du willst allen Pokémon begegnen. Ich möchte alle Pokémon fangen. Wir können uns gegenseitig helfen. Was sagst du, wollen wir uns zusammenschließen? Na klar. Ich weiß zwar nicht, wer du bist und wo du herkommst, aber wenn du mir bei der Vervollständigung des Pokédex hilfst, bist du mehr als willkommen. Exzellent, dann lass uns erstmal die Pokémon zurück ins Dorf bringen. Wir müssen uns hier noch um Essen, Kleidung und Unterkunft für dich kümmern. Sage mir, ich bring dich direkt nach Jubeldorf. Girl, Jubeldorf, der Vorgänger von Jubelstadt. Da geht aber die Party ab. Seid gegrüßt und wie immer vielen Dank für euer wachsames Auge. Dieser junge Mann hat mir und meinen Pokémon einen großen Dienst erwiesen, deswegen möchte ich ihn ins Dorf einladen. Hier geht's lang, bitte folge mir. Es ist der Galaktik-Expedition für zu verdanken, dass dieses Örtchen so toll ist. Wir befinden uns auf der Fleetstraße. Das Dorf wurde erst vor 2 Jahren gegründet. Uns fehlen noch viele helfende Hände. Da wir nur wenig über die Pokémon hier wissen, trauen sich nur wenige, das Dorf zu verlassen. Das Gebäude dort am Ende der Straße. Emporragt ist das Galaktik-Hauptgebäude. Jetzt hätte ich fast etwas vergessen. Ich muss noch schnell Berichte darüber erstatten, dass wir die entlarvten Pokémon erfolgreich wieder eingefangen haben. Könntest du so lange im Speiselokal auf mich warten? Es nennt sich heiße Kost. Du findest es auf der linken Seite, wenn du diese Brücke überquerst.
hören lassen ist wohl. Scheint auf irgendwas zu reagieren. Eine mysteriöse Kraft weist dir den Weg zum Zielort. Drücke den Minusknopf, um die Karte aufzurufen. Auf der Karte findest du Wegweiser zu deinen Zielen und Informationen zu deiner Mission. Die Wegweiser zu deinen Zielen werden auch angezeigt. Wenn du unterwegs bist, solltest du immer unsicher sein. Wo es als nächstes hingeht, musst du in der Umgebung einfach nach einem Zielort-Symbol ausschalten. Ja, geil. Zack, 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 zack. Kann ich auch rennen? Ah, mit reindrücken. Wer sind Sie denn? Ich habe hier noch nie gesehen. Dieses Lokal ist nur für Mitglieder der Galaktik-Expedition. Das verschwindet jetzt. Ach, wer bist du denn? Kleider wie dein habe ich ja noch nie gesehen. In diesem dünnen Stoff können dir Pokémon leicht schwere Verletzungen zufügen, weißt du? Na, wenn der Wachposten dich durchgelassen hat, muss dich jemand im Dorf kennen. Ist dir dein Name Larven ein Begriff? Es ist ein Professor aus einer fairen Region. Ihm laufen ständig seine Pokémon davon, das ist nicht besonders vertrauenserweckend. Aber ich sollte dir wohl lieber mal an die eigene Nase fassen. Ich musste tagelang das Bett hüten, weil mich ein Pokémon mit Attacke Donnerschock erwischt hatte. Es ist genau wie Lumina gesagt hat, ich bin wirklich ein hoffnungsloser Fall. Professor! Aber mach dir keine Sorgen, wir werden uns jetzt helfen. Was reden Sie da? Sie wollen ihn doch nicht etwa in den Forschungsraum aufnehmen. Ohne die Erlaubnis von Kommandantin Celestis dürfen Sie gar keine neuen Mitglieder anwerben. Ich gestatte es. Kommandantin Celestis? Sofern er über die notwendigen Fertigkeiten für den Forschungstrupp verfügt. Ich bin Celestis, die Kommandantin des Forschungstrupps der Galaktik-Expedition. Ich habe vom Professor Larven gehört, wie du die entlaufenden Pokémon wieder eingefangen hast. Nun will er, dass du uns die Fähigkeiten zur Verfügung stellst, während wir dem Zug Unterschlupf gewähren. Scheinst du mir um die 15 Jahre alt zu sein. Also kannst du auch wie ein Erwachsener für deinen Lebensunterhalt arbeiten. Du solltest wissen, dass wir einen Fremden nicht so einfach einstellen. Morgen wartet eine Prüfung auf dich. Klingt nach einem vernünftigen Vorschlag. Kommandanten, möchten Sie mit uns essen? Sie haben sicherlich auch einige Fragen an unseren Besuch. Verzichte. Beim Essen ziehe ich es vor, ungestört zu sein. Oh dear, alkenbrötlerische Irrenje. Also dann, weiteres besprechen wir bei der Mahlzeit. Hallo, Mobishi. Ich nehme wie immer die Kartoffelmochi heute, aber 3 Portionen bitte. Vielen Dank, Mobishi. Deine Kartoffelmochi sind köstlich wie immer. Professor Larven, was sind Sie überhaupt auf diesen Fremden gestoßen? Oh, der ist aus dem Loch im Himmel gefallen. Du warst schon im Riss im Raumzeitgefüge. Das kann nicht ernst sein. Oh, und doch. Ich bin Wissenschaftler. Meine Arbeit besteht darin, Phänomene zu beobachten und herauszufinden, welche Regeln sie befolgen. Für mich zählen Fakten. Es ist allgemein bekannt, dass hier in der hiesigen Region eine Vielzahl von Pokémon gibt. Stimmt, sie leben überall auf Wiesen, in Wäldern, auf der Küste. Und als Mitglieder des Forschungstrupps ist unsere Mission herauszufinden, was für Lebewesen sie sind. Also sicher, Pokémon können einem wirklich Angst machen. Man weiß nie genau, welche Kräfte sie verfügen und was sie damit anstellen können. Vieles ist nur unerforscht. Und hier kommst du ins Spiel. Oh, ihm ist es gelungen, 3 Pokémon einzufangen. Hast du ganze 3? That's incredible, einfach unglaublich. In der Galaktik-Expedition gibt es niemanden, der solches Fangtalent hat. Mit seiner Gabe können wir endlich unsere Untersuchung starten. 3 Pokémon? Viele Pokémon sind so angriffslustig, dass wir froh sind, wenn es uns gelingt, auch nur ein einziges zu fangen. Nun ja. Pokémon, die am Strand geflohen sind, waren ehrlich gesagt nicht besonders aggressiv. Das Wichtigste ist, dass unser Freund hier den Pokémon ohne Angst sich nähern kann. Und dadurch war es ihm möglich, vor dem Wurf gut zu zielen. Hey, ihr vom Forschungstrupp. Habt ihr wirklich die Muße, unbekümmert Fremde einzuladen oder euch den Bauch vollzuschlagen? Die Kommandantin hat drin gerade 10 Portionen Kartoffelmochi verdrückt. Das macht sie sicher aus Rust darüber, dass es mit der Vervollständigung des Pokédex so schleppend vorangeht. Das Rustessen von Kommandant Celestis wird bald ein Ende finden. Greif zu. Wenn du der Galaktik-Expedition beitrittst, brauchst du dir um Verpflegung und Unterkunft keine Sorgen zu machen. Selbst wenn du vom Himmel gefallen bist. Ist aber nett.
Einfacher Gaumenschmaus war das. Ja, das Essen war lecker. Aber denken Sie wirklich, dass es gut geht? Er muss erst die Prüfung bestehen, bevor er den Forschungstrupp beitreten kann. Bei seinem Können mache ich mir keine Sorgen. Das wird er schaffen. Ja, ich hoffe, Sie behalten recht. Ja, na, so war dein Name. Heute kannst du in unserem Quartier schlafen. Das sollst du die Prüfung nicht bestehen, musst du außerhalb des Dorfs leben, wo dich im schlimmsten Fall ein qualvoller Tod erwartet. Das ist aber nett. Kommandantin Celeste ist unerbitterlich, genau wie die Wildnis hier. Sie will dann keine Schwäche zeigen. Schließlich geht es ihr darum, uns alle zu beschützen. So, mein Freund, ich hoffe, du fällst nicht aus dem Bett. Scherz beiseite. Gute Nacht. Gute Nacht. Ein Mensch, der erst in den Riss im Himmel gefallen ist. Die Welt ist voller Rätsel. Ja, finde ich auch. Zimmer. Da 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 da. Oh. Hübsch. Forschungsfibel enthält wichtige Informationen bei deiner Forschung in der Hisui-Region. Öffne das Menü, Aufwärtsknopf, Hilfe. Ja, Tipps. Warte mal, das Speichern. Ausruhen. Ist morgen klar. So ist das also. Am nächsten Tag. Und morgen, letzte Nacht soll es heftig gewittert haben. Es ist Zeit für deine Prüfung, ich drück dir die Daumen. Geh zum Galaktik-Hauptsitz und lass dir dort von Celestis die Aufnahmeprüfung erklären. Easy. Herrliches Wetter, kannst du dich ausruhen, auch wenn dir alles unvertraut ist? Lass uns nur zum Hauptsitz gehen, Kommandantin, wartet schon. Ja, los. Muss ich jetzt wieder hier im lahmen Tempo gehen? Nee. Einer. Rein in die gute Stube. Der Forschungstrupp findest du im Erdgeschoss. Alter, durch was ist passiert? Ich wurde von Wildpuppen angegriffen. Ich habe Partner-Pokémon eingesetzt, aber es war einfach zu viel. Kommt davon, dass du so weit rausgegangen bist. Du musst besser aufpassen. Der Sanitätstrupp wird sich jetzt um dich kümmern. Dieser Mann gehört zum Sicherheitstrupp, obwohl er seinen Partner-Pokémon dabei hatte. Wurde er angegriffen und verwundet. Ohne Partner könnte es schwer für dich werden, die Prüfung zu bestehen. Kommandant Celestis, wir sind hier. Verstanden, tretet ein. Kommen wir gleich zur Sache. Um ein Mitglied der Galaktik-Expedition zu werden, musst du im Obsidian-Glasland ein Bidiza, ein Steralili und Shinox fangen. Drei verschiedene Pokémon, das ist doch niemandem von uns gelungen. Hat er nicht gestern drei Pokémon gefangen? Wenn es stimmt, was Professor erzählt, musst du diese Prüfung easy meistern. Die Galaktik-Expedition kann es sich nicht leisten, Leute umsonst durchzufüttern. Wenn du bleiben möchtest, musst du es mal schaffen, okay? Ja, du darfst dir diese Tasche für die Prüfung ausleihen. Sie gehört zur Grundausstattung des Forschungstrupps. Crazy. Oh, diese Tasche steht dir echt gut. Dann mach dich auf den Weg. Sie hilft dir, falls es Probleme geben sollte. Die Aufnahmeprüfung. Los. Öffne die Karte mit Y, um die Mission anzugucken. Es gibt auch Hauptmissionen, es gibt Nebenmissionen. Also, jetzt bin ich in der Reihe. Hallo.
Guten Morgen. Was gibt's denn? Ja, du musst die Prüfung bestehen, das ist notwendig, um die Vervollständigung des Pokédex und ja, damit er halt überlebt. Deswegen will ich mir als Professor ein bisschen unter die Arme greifen, bitte sehr. Oh. Bautz. Feuerriegel. Adro. Nun denn, such dir einziges Pokémon als Partner aus. Und dein Partner-Pokémon an deiner Seite kämpfst du gegen wilde Pokémon. Diese drei Pokémon bedeuten mir wirklich sehr viel. Aber man sieht sofort, dass sie sich allesamt für dich interessieren. Also, welches nimmst du? Bereite dich auf die Aufnahmeprüfung vor, indem du ein Pokémon wählst. Tja, Leute, ich habe nämlich mir schon ein Team ausgesucht. Ich habe mir nicht viel im Spoiler lassen, aber den Pokémon, die vorkommen. Und deswegen habe ich mich für Otaro entschieden. Otaro. Klar. Ja, komm her. Ist übrigens auch cool, dass das hier Starter aus verschiedenen Generationen sind. Eines der Pokémon, die du beim Strand des Ausbruchs für mich gefangen hast, ist nur dein Partner. Kurios, hier hast du einen Pokéball. Mit Otaro. Otaro halten. Achte darauf, welche Pokébälle leer sind und in welchen dein Pokémon sind. Ob man das verwechseln kann. Die anderen Pokémon scheinen auch doch anzufeuern. Oder vielleicht würden sie sich dich ja auch gern begleiten. Da könnte was dran sein. Schließlich sind sie genau zu dem Zeitpunkt aus dem Dorf ausgebüxt, als du vom Himmel gefallen bist, aber keine Sorge. Ihr beiden könnt mir erst einmal bei meiner Forschung helfen. Welches Pokémon musst du eigentlich bei deiner Prüfung fangen? Ah, die drei verschiedenen Arten aus dem Obsidian-Grasland. Dann nimm diese Pokébälle mit. Nochmal 20? Die wurden von Hand gefertigt, aber ich kann selbst. Hab selbst überprüft, dass sie richtig funktionieren. Du wirst das schon schaffen. Soweit. Zum Ort der Prüfung zu gelangen, musst du zum Hauptsitz aus links weitergehen. Das machen wir im nächsten Part. Ich hoffe, euch hat diese erste Folge von Let's Play Pokémon Legenden Arceus gefallen. Ich schalte in der nächsten Folge wieder ein. Da machen wir die Aufnahmeprüfung. Also nicht verpassen, Like da lassen. Bis dahin, tschüss.